Das sind die Zutaten für die Miso-Suppe. Ich habe einmal hier Tamari, davon brauchen wir einen Teelöffel. Du kannst aber auch, wenn du das jetzt nicht bekommst, diese Shoyu-Soja-Soße nehmen, einen Teelöffel. Die gibt es beim Rossmann, ja? Das ist das da. Ich habe alle Zutatenangaben nochmal unten. Dann habe ich jetzt einen Esslöffel Miso-Paste. Die habe ich vom Regenbogenkreis bestellt. Die haben verschiedene Pasten. Die sieht jetzt hier so aus. Das ist Rohkost, fermentiert, deswegen diese tollen Bakterien für den Bauch. Davon habe ich mir jetzt hier einen Esslöffel rausgenommen. Dann habe ich jetzt hier diese Porree-Stange und ungefähr die Hälfte genommen. Die werde ich jetzt mixen mit einem Ingwer-Stückchen. Siehst du hier ganz klein, einem Knoblauch, einem Sellerie. Und dann kommt jetzt nochmal ungefähr 300 ml Wasser dazu. Und dann wird es schön einmal durchgemixt in Vitamix. Dann wenn du geht's weiter. Das brauche ich nicht. Dann habe ich jetzt hier eine Karotte, die werde ich jetzt so in, die werde ich nicht mixen. Schön in Streifen geschnitten, ein bisschen von dem Lauch nochmal in Scheiben, in Streifen geschnitten. Nein. Das war's. Dann habe ich hier Wakame-Algen, die habe ich jetzt eine halbe Stunde eingeweicht. Die sind auch nochmal, gehören auch nochmal zu dem Rezept dazu. Ja, die habe ich auch vom Regenbogenkreis, kann ich dir unten alles verlinken. Die habe ich geschnitten, wie du siehst, ist es hier so ein langes Blatt. Einfach in Streifen schneiden und legen. So, und jetzt fange ich an, mal erstmal das hier zu mixen mit dem Wasser. Das ist schon mal die Grundlage unserer Suppe. Yep. So, bevor wir mit der Suppe weitermachen, zeige ich dir jetzt erstmal die Vorteile von diesen Algen. Ich muss dir aber noch einen Sicherheitstipp geben. Hier steht jetzt von Natur aus reich an Jod. Wenn man zu viel davon nimmt, kann es zu Störungen der Schilddrüsenfunktion führen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt deswegen höchstens 1 Gramm am Tag. Okay, muss ich dir trotzdem sagen, es steht überall, wo Algen sind, steht es immer mit drin. Das ist jetzt kein Schimmel, das weiße, ja. Das ist ein Naturprodukt, das ist ganz normal, dass es so aussieht. Diese Algen, es gibt ja verschiedene, die gibt es ja schon seit, also in der chinesischen Medizin gibt es die bestimmt schon seit über 5000 Jahren, hatte ich gelesen. Und die sind als Heilmittel dort anerkannt zur Blutdrucksenkung und zur Blutreinigung. Dann haben sie eine positive Wirkung auf unseren Magen und Darm und stärken unsere Abwehrkräfte gegen Viren und Bakterien. Das ist wohl wissenschaftlich erwiesen. Und viele Experten meinen sogar, dass Algen der Schlüssel sind zu extrem niedrigen Brustkrebsrate bei japanischen Frauen, weil die das ja regelmäßig dazu sich nehmen. Sie sind aber auch wertvolle Mineralstofflieferanten. Okay? Da ist Zink, Vitamin A, C, E, B12, Jod ist halt auch mit da drin. Und diese Spurenelemente sind angeblich immer noch Mangelware, sagt man, in Obst und Gemüse wegen der Ausbeute unserer Erde. Und das kommt jetzt aus dem Meer und das enthält es wohl ja, in hohen Mengen. Es ist ja Bio, ja, da brauchen wir keine Angst zu haben von Pestiziden oder sowas. Es ist roh, es ist vegan. Von daher, du kannst dir damit auch einen Salat machen. Angeblich machen diese Algen auch schlank, weil sie halt sehr viele Ballaststoffe haben. Deswegen sollte man, ja, also zwar nicht täglich, aber du kannst es 2-3 Mal die Woche mit in deine Suppe reinführen. Du kannst damit auch dein Sushi machen, wenn du Sushi machen möchtest. Ansonsten gibt es so viele verschiedene Rezepte. Heute zeige ich dir nur dieses Rezept von dem von der Miso-Suppe. Und hoffe, dass ich dir jetzt ein bisschen diese Algen ein bisschen näher gebracht habe. Es gibt, wie gesagt, verschiedene. Ich habe jetzt noch 2 andere zu Hause. Ich stell dir erstmal jetzt diese Wakame-Algen vor, weil es sonst hier zu laut wird und wir gehen weiter zur Suppe. So einfach geht die Miso-Suppe, wie du siehst, nicht viel. Du brauchst nicht viele Zutaten, so einfach wie möglich. Nicht da jetzt vollklatschen mit Gemüse, machst es so einfach wie möglich. Zum Frühstück sehr gut. Ich esse es meistens zum Mittag- oder Abendessen. Und ja, es hat viel Flüssigkeit, ist wenig Gemüse. Und wenn du es weich haben willst, dann kochst du ja einfach. Dann musst du es nicht in Rohkost machen. Aber ich will es den Menschen, die ja, sich rohköstlich ernähren möchten, auch nochmal zeigen, dass es das in Rohkost geht, mein Deutsch, schon wieder. Du kannst aber auch neben der Miso-Suppe Sauerkraut nehmen. Ja? Entweder stellst du es dir selbst her, dazu hatte ich mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir unten. Oder du kaufst es dir aus dem Reformhaus und aus dem Bioladen. Die normalen Supermärkte haben kein, ich habe bis jetzt keins gefunden. Korrigiert mich, wenn ihr da irgendwo was gefunden habt, schreibt mir das unten rein. Also Supermärkte haben kein
fermentierten Sauerkraut. Ja? Der Sauerkraut, den es bei uns im Rewe gibt, der ist mit Zucker und da gibt es gar keine Bakterien. Das ist schon erhitzt, ja? Und sollte nicht erhitzt sein. Und guck, da steht auch nochmal drauf mit lebendigen Milchsäurebakterien. Ja? In dem Reformhaus, wo ich einkaufe, steht es auch nochmal drin. Kostet, glaube ich, 2 Euro, 3 Euro, ist manchmal teuer. Und du kannst dir auch nochmal den Sauerkraut nehmen und immer wieder zum Salat oder zu deiner Mahlzeit halt essen. Kannst du mal Miso-Suppe, mal Sauerkraut. Es gibt auch Joghurt, den du dir selber herstellen kannst. Ich kam noch nicht dazu, ein Video dazu zu drehen. Da muss ich mir mal echt die Zeit nehmen und das machen, weil ich mache es immer so schnell nebenbei. Gerade mit, wir haben ja nicht ständig Kokosnüsse bei uns, Trinkkokosnüsse. Aber wenn wir welche haben, nehme ich immer das Fruchtfleisch raus, habe dann so eine Tüte mit Bakterien, das ist so Pulver. Und dann mische ich das und mache halt daraus einfach einen Joghurt. Das geht dann halt, ich mache es immer schnell, ja, und meistens abends und deswegen nehme ich die Kamera nicht mit. Ist aber auch möglich. Ich werde mal gucken, ob es irgendwo ein Video auf YouTube gibt, wie man so einen Joghurt herstellt. Wenn ich einen finde, werde ich auch das dir unten verlinken. Jetzt hast du von mir 3 Tipps bekommen. Die Miso-Suppe, ja, sehr gut für Darmbakterien. So kriegst du es natürlich und musst nicht irgendwelche Tabletten oder so nehmen. Gibt es ja auch diese Kapseln mit Bakterien. Miso-Suppe, Sauerkraut. Muss nicht nur beim Sauerkraut sein. Es gibt einen Shop, ich weiß nicht, ob er noch läuft, den werde ich dir unten verlinken. Die verkaufen auch Sauerkraut, Kimchi, also verschiedene Sorten an Gemüse, fermentiert. Werde ich dir auch unten verlinken. Von denen hatte ich auch schon einige leckere Salate bekommen, die fermentiert sind. Und was war denn der letzte Tipp? Genau, das mit dem Joghurt. Auch kannst du selber herstellen, obwohl es vielleicht auch nochmal Arbeit ist, weil du musst dann auch mal warten. Und ja, aber auch eine gute Möglichkeit. Also Sauerkraut und Miso-Suppe kann ich dir unbedingt ans Herz legen. Wo ich das bestellt habe, gerade diese Miso und auch diese Algen, wo ich die bestellt habe, werde ich dir alles unten verlinken. Wenn du dazu weitere Fragen hast, falls ich irgendwas vergessen habe, ich rede jetzt gerade sehr, sehr schnell, weil die Kinder im anderen Zimmer sind und hierher kommen wollen ins Wohnzimmer. Und deswegen mache ich es schnell. Aber du hast die Informationen und ich hoffe, dass du daraus was mitnehmen kannst. Ich bin mir ganz sicher, du kannst was daraus mitnehmen. Setz es in deinem Alltag um. Also nicht einfach nur zuschauen und sagen, aha, okay, und danach doch nicht. Setz es im Alltag um, bestell dir das, kauf es dir, geh in den Bioladen, guck, was es da gibt. Da gibt es bestimmt auch Algen, da gibt es bestimmt auch Miso. Man muss aber gucken, dass die Miso fermentiert ist. Es darf kein erhitztes Miso sein. Es gibt bei mir im Bioladen, ich glaube, Miso-Pulver, aber da ist auch nochmal so Chemiezeug drin, wo ich mir dachte, gut, das nehme ich jetzt nicht. Ich bestelle es lieber im Internet. Entscheide dich du, wie du es machen möchtest. Und ja, schreib mir unten in die Kommentare, wie du Miso-Suppe findest. Übrigens kannst du auch nochmal Sprossen da reingeben, ja, diese Mungo-Bohnen-Sprossen, die schmecken richtig gut. Einfach darüber geben, wenn die Suppe fertig ist, dann hast du ein sehr köstliches und gesundes Gericht. Ich wünsche dir einen gesunden Darm, einen fitten Alltag und bis zum nächsten Video. Tschüss!